Ja, also ich wollte für den Roman einen zentralen Ort und das ist die Kneipe der Klausner. Die liegt irgendwo da oben auf der Steilküste zwischen den Bäumen. Und ich wollte einen zentralen Ort im Klausner und das ist der Personaltisch, der sogenannte Perso-Tisch. Und das ist im Grunde, ist das eine Art Tafelrunde, wo die Leute, die 12 Besatzungsmitglieder des Klausners sich versammeln, zusammensitzen, nicht am Abend, sondern zu jedem Frühstück 7 Uhr. Und da haben wir zum Beispiel an den Stirnseiten, jetzt muss ich einen dicken Stein nehmen, ist Koch Mieke. Das ist also der Koch, der sitzt hier. Und am anderen Ende sitzt der Chef des Klausners, das ist der Krombach. Ja. Und dann haben wir neben Koch Mieke, also links von Koch Mieke sozusagen, eine der beiden Hauptfiguren, das ist Alexander Krusowitsch, das ist Kruso. Das ist im Grunde der Inselpate, der Inselguru, der ja, eine ganz eigene Utopie und Praxis dieser Utopie betreibt, der mittels Waschungen und mittels einer heiligen Suppe und mit Hilfe von 3 Nächten verspricht, jeden Schiffbrüchigen des Lebens und des Landes zu den Wurzeln der Freiheit zu führen bzw. zurückzuführen. Das ist also auch für die Saisonkräfte, diese absolut exotische Szenerie der Saisonkräfte auf Wiedensee, der Guru, wenn man so will. Ja? Und neben Kruso sitzen die 3 Kellner. Wir haben 3 Kellner. Der Service, ja? Rambo, Cavallo und Chris. Speziell Rambo und Cavallo sind die beiden, die für Ed auf der Insel so eine Art Universität sind. Mit ihren literarischen und philosophischen und kunsttheoretischen Vorträgen und ihren sozusagen Exzessen in Sachen Literatur wird der Ed, jetzt habe ich ihn erwähnt, das ist also die Hauptfigur des Buches, ausgebildet im Klausner, nicht nur darin, auch in vielen anderen Dingen, aber das spielt schon eine große Rolle. Und der Ed, der sitzt jetzt mal hier, er sitzt wirklich hier, er sitzt hier. Auf der anderen Seite der Tafel, Ed ist aus seinem eigenen Leben geflohen, vom Festland auf die Insel und ist Abwäscher im Klausner. Und Ed und Kruso werden zu Gefährten, also die verbindet eine enge, zärtliche, schwierige Freundschaft. Und am Ende wird Ed auch Teil, im Grunde Teil der Freiheitsutopie von Kruso. Ich nehme ihn jetzt aber mal wieder zurück und mache auf der anderen Seite weiter, weil da fehlt noch Mona. Mona muss klein sein. Die ist nämlich klein und wird auch die kleine Unsichtbare genannt, weil man sie im Buch fast niemals zu Gesicht bekommt. Hier haben wir Carola und hier haben wir Rick. Rick sorgt dafür, dass immer und überall und für alle genug zu trinken da ist. Und zwar auch jeder immer genug von seinem Lieblingsgetränk. Das ist ganz wichtig nach Ricks Meinung, weil es ist der Alkohol der Glückseligkeit, den er ausschenkt, der dazu beiträgt, dass es allen, denen es ohnehin schon sehr gut geht in diesem Klausner, noch besser geht. Und Carola ist so eine Art gute Fee, Kräuterhexe. Die kann durchaus in den Abwasch kommen und den Abwäschern mit Eiswürfeln den Rücken massieren. Und sie kocht auch unentwegt Tee für die Abwäscher. Also sie ist die gute Seele im Grunde des Klausners. Das ist die Besatzung des Klausners. Das ist also eine absolut eingeschworene Gemeinschaft, so eine Art 12 Apostel, wenn man so will. Aber ehrlich gesagt gefällt mir das Bild von der Tafelrunde noch viel besser, weil es halt Ritterlichkeit impliziert, Ehre, Stolz, verschworene Gemeinschaft, die auf ewig zusammenhalten soll und will und so weiter. Aber dann kommt der Sommer 89 mit der Fluchtbewegung über Ungarn, die dann einsetzt. Und der erste, der aus mysteriösen Gründen verschwindet oder auf mysteriöse Weise verschwindet, ist René. Ja, der ist weg, zack. So. Dann die ersten, die wirklich gehen und Abschied nehmen vom Klausner. Und das ist ganz traurig. Das sind
die kleine Mona. Und mit wem geht sie? Totale Überraschung, mit Cavallo. Die sind nämlich inzwischen ein Paar geworden, hat man gar nicht gemerkt, aber die lieben sich eben. Und René ist ja auch weg. Zack. So, dann muss ich jetzt überlegen, wer eigentlich als nächstes geht. Ja, das Tresen-Ehepaar geht zum Entsetzen Eds, weil dem Klausner damit sozusagen die Eltern verloren gehen. Sie ohne Eltern dastehen und das ist ja wirklich schlimm, vor allem für Ed. Dann geht Koch Mieke zurück zu seiner Frau auf Rügen. Die lebt auf Rügen bei Samtens, zurück zu dieser Frau auf Rügen und dann wahrscheinlich weiter Richtung Süden, tap, tap, tap. So, denn dankt Krombach ab. Er gibt ein Fest, ein großes Essen. Er sagt, er hat die Schnauze voll, er will nicht mehr. Das schafft man nicht, diesen Klausner mit so wenig Leuten zu betreiben. Er will seiner Tochter, der kleinen Mona, hinterher. Und jetzt sind nur noch die beiden Hauptfiguren im Klausner, nämlich der Ed und der Crusoe. Das ist eigentlich die schönste Stelle im Buch, wenn nur noch diese beiden, Ed und Crusoe, nur noch da sind und versuchen, alleine den Klausner zu betreiben. Und dann kommt es zum Kampf. Also das, was eigentlich nicht passieren darf, zwischen allerbesten Freunden passiert. Es kommt zu einer Art Kampf auf Leben und Tod. Und wie das ausgeht, erzähle ich jetzt nicht. Das war's. Was meinst du?